Okay, bei mir steht Christopher Lauer und ich hatte immer so das Gefühl, dich zieht's in den Bundesvorstand. Hast du die Ambitionen aufgegeben oder bist du da immer noch am Ball? Naja, also ich kandidiere jetzt hier nicht und ich bin in Berlin im Abgeordnetenhaus ziemlich stark eingebunden und ja. Wie sieht es 2013 aus? Lässt du dich aufstellen für den Bundestag? Nee, das geht ja in Berlin eben nicht, weil wir mit 15 Leuten eingezogen sind. Wir haben keine Nachrücker. Ja? Also unsere Liste bestand nur aus 15 Personen. Das bedeutet, jedes Mitglied der Berliner Piratenfraktion, das dann ausfällt, wird nicht ersetzt. Ja? Das heißt, ich werde jetzt die vollen 5 Jahre in Berlin bleiben. Was die Mainstream-Presse ja immer wieder gerne fragt, ist, ob die Berliner Fraktion ein Frauenproblem hat. Magst du dazu noch mal was sagen? Naja, also das wird uns ja oft quasi an uns herangetragen, wie ist das mit den Frauen in der Piratenpartei. Es ist tatsächlich so, dass wir nur eine Frau in der Fraktion haben. Da gibt es auch meiner Meinung nach gar nichts jetzt irgendwie schön zu reden oder dran rumzureden. Ich bin der Meinung, dass wir dann also mit der Aufstellung zur Bundestagswahl in Berlin uns einfach ein System überlegen müssen, wie da mehr Frauen auch auf die Liste kommen. Wäre da eine Quote eine Lösung oder eher nicht? Naja, das müssen wir halt entscheiden. Also bis jetzt Quote ist halt immer, wird halt abgelehnt. Ich habe neulich mal gesagt, naja, dann stellen wir einfach, weil auf der Liste für das Abgeordnetenhaus waren 14 Männer und eine Frau. Dann machen wir halt eine Liste, auf der erstmal 14 Frauen und dann ein Mann sind auf den ersten 15 Plätzen. Bin ich mal gespannt, wie man darauf reagiert. Ja, wir müssen da einfach eine Regelung finden, die alle akzeptieren und die aber auch funktionieren. Letzter Zeit kann man ja so fast sagen, hat die Presse sich so auf einen Shitstorm gegen die Piraten eingeschossen. Auch die Piratenfraktion in Berlin hat ja so einiges. Ich erinnere mich da an diesen Salz-durch-die-Nase-Drogenskandal. Und hast du nicht gesehen? Sag uns doch einfach nochmal so die positiven Sachen. Was habt ihr bewirkt in der Oppositionspolitik bis jetzt im Berliner Abgeordnetenhaus? Also ich würde gerne noch eins zu diesem Presse-Shitstorm irgendwie so sagen. Ich persönlich habe schon das Gefühl, dass die Presse insgesamt noch sehr positiv über uns berichtet. Was im Moment im Bund passiert, ne? Also dass diese ganzen Themen mit Abgrenzung von rechts und so laufen, ist im Grunde genommen dasselbe Phänomen, was wir in Berlin erlebt haben, nämlich zwischen dem Einzug ins Abgeordnetenhaus, wo es eine große Medienaufmerksamkeit gab, und dem Beginn des parlamentarischen Betriebes. Ja, das war nämlich auch so, die Wahl war im September, Konstituierung im Oktober, und bis alle Ausschüsse da waren, war es dann irgendwie so Januar. Ja, das heißt, in diesen 3 Monaten war programmatisch relativ wenig, weil das Parlament noch nicht gearbeitet hat. Ja? Und wir werden halt im Moment so behandelt wie eine Partei, die im Grunde genommen schon im Bundestag drin ist. Ja? Und wenn wir jetzt auf Bundesebene halt eben keine Themen setzen und uns auch in aktuelle bundespolitische Debatten nicht einklinken, dann passiert halt sowas, wie es jetzt gerade eben passiert. Was wir in dem vergangenen halben Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus gemacht haben, ist, wir hatten einmal die große Anfrage zum Schultrojaner. Ja? Mit dem Effekt, dass die Kultusministerkonferenz gesagt hat, naja, da 2012 wird er nicht kommen und ob er 2013 kommt, da gucken wir nochmal. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das, denke ich mal, durch unsere Arbeit vor allen Dingen dann auch nochmal eine andere Präsenz bekommen hat in der Öffentlichkeit. Wir hatten eine große Anfrage auch zum Staatstrojaner, wo die Stadt Berlin ja einen kaufen möchte, beziehungsweise schon gekauft hat und einsetzen möchte. Und da geht es uns natürlich auch darum, die Leute dafür zu sensibilisieren. Wir haben neulich eine Bundesratsinitiative gestartet, die also bei uns durchs Liquid Feedback gelaufen ist. Wir haben die eingereicht und CDU, SPD haben einfach den Namen nochmal geändert und dann ab in den Bundesrat. Wir haben eine Petition eingereicht, wir haben einen Antrag eingereicht, um das Petitionsgesetz zu ändern. Wir haben einen Antrag eingereicht, um das Wahlalter zu ändern. Also wir sind schon bei der Arbeit dabei, ja? Und beteiligen uns konstruktiv so im parlamentarischen Ablauf, benennen auch Missstände, wenn wir das Gefühl haben, hier läuft was aus dem Ruder. Es gibt natürlich immer Sachen, die wir noch verbessern können, aber insgesamt ist es schon so, dass wir so in diesem parlamentarischen Ablauf auf jeden Fall auch drin sind. Ich würde gern etwas erfahren über die Regierungssituation in Berlin. Da ist ja eine große Koalition. Bedienen sich da die beiden großen Parteien gegenseitig als Steigbügelhalter, um die Machtposition zu behalten? Und wie wichtig ist da die Oppositionsarbeit und inwiefern arbeitet ihr da mit den Linken und den Grünen zusammen? Also es ist natürlich schon
Ja, so, dass die Große Koalition da im Moment das Haus natürlich dominiert, weil sie eine deutliche Mehrheit haben. Ich denke, also was natürlich auch im Moment das Parlament dominiert, ist, dass wir einen Doppelhaushalt für 2012, 2013 beschließen. Ja? Und der wird halt im Juni verabschiedet. Ja? Und ich denke, nach der Sommerpause wird es dann auch für uns als Opposition Aufgabe sein, zu schauen, okay, bei welchen Themen können wir gezielt zusammenarbeiten, um da die Koalition stärker unter Druck zu setzen. Hast du denn da deine Fühler schon mal ausgestreckt? Hast du aktiv mit Mitgliedern? Ja, bitte. Sind wir auf Aufnahme? Inwieweit hast du denn da deine Fühler schon mal ausgestreckt? Mit wem hast du da von den anderen Oppositionsparteien geredet? Also ich glaube, naja, also was heißt, mit wem haben wir geredet? Also geredet habe ich schon mit Mitgliedern von allen Fraktionen, ja. Mit den Grünen, mit den Linken. Ja, man wird einfach, denke ich, jetzt schauen müssen, inwieweit man da bei Themen irgendwie zusammenarbeiten kann, was man möglicherweise irgendwie über Bande spielen muss. Das wird jetzt sicher interessant, ja. Hältst du die Piratenpartei im Moment für regierungsfähig? Ich finde, die Frage stellt sich ja insofern nicht, als die anderen Parteien nicht bereit sind, mit uns zu koalieren. Und das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt. Ich denke, wir sollten uns auch einfach mal überlegen, ob man diese Koalitionslogik, ob das so funktioniert. Ne? Also was mich halt reizen würde, wäre mal auszutesten, inwiefern man auch sachbezogen, themenbezogen, parteienübergreifend zusammenarbeiten kann. Wir haben ja zum Beispiel eine Mehrheit für das Wahlalter ab 16 in Berlin und wir kriegen es halt nicht, weil wir halt die rot-schwarze Koalition haben. Es wäre, denke ich, deutlich interessanter, wenn man sagen würde, okay, wir verabschieden uns mal von dieser Koalitionslogik und versuchen mehr themenbezogen zusammenzuarbeiten. Was hältst du denn von der Aussage, dass der CDU langsam die Wähler wegsterben und die Piratenpartei-Wähler noch nicht wählen können, weil sie noch nicht 18 sind und deswegen das Wahlalter abgesenkt werden soll? Also das Wahlalter sollte jetzt nicht aus irgendeiner Parteienlogik oder so gesenkt werden, so nach dem Motto, dann kriegen wir mehr Wähler, sondern wir hatten jetzt zum Beispiel den Girls Day in Berlin. Ne? Da waren sehr viele junge Frauen da, von, weiß ich nicht, 13 bis noch älter. Und wir haben über das elektronische Klassenbuch geredet. Ne? Und wir haben so das Für und Wider abgewägt. Die waren alle ziemlich pfiffig. Und die konnten sich dann auch ganz klar auf Grundlage der Informationen, die sie hatten, eine Meinung dazu bilden. Ja? Und das hat mir einfach auch nochmal gezeigt, man könnte durchaus also die auch wählen lassen, weil die sind in der Lage, sich bei Themen einzuarbeiten. Die sind auch in der Lage, aufgrund dieser Entscheidung dann eine Wahlentscheidung oder so zu treffen. Also ich glaube, das große Potenzial vom Wahlalter ab null quasi oder eine Absenkung des Wahlalters wäre, viele junge Leute dazu zu bringen, sich noch mal mehr mit Politik auseinanderzusetzen. Weil was im Moment ja passiert ist, die wird bis du 18 bist gesagt, naja, Politik, du darfst halt nicht wählen. Ne? Und dann hat man mit 18 vielleicht schon das Interesse an Politik verloren. Ich glaube, das ist ein großes Potenzial, da die Leute einfach zu politisieren. Inwieweit würdest du sagen, ist die Berliner Fraktion linker als der Bundesdurchschnitt der Piratenpartei? Und inwiefern ist das ein Problem oder ein Vorteil? Das kann ich jetzt so überhaupt nicht sagen. Also viele Sachen, die im Berliner Programm stehen, stehen auch so im Bundesprogramm. Ich würde sagen, mit Sicherheit ist der Berliner Landesverband der Piratenpartei ein sehr progressiver Landesverband. Aber ob wir jetzt irgendwie linker oder was auch immer sind als irgendwas anderes, kann ich so nicht sagen. Inwieweit hat dich das verändert, dass du gewählt wurdest? Kann man dich immer noch auf denselben Stammtisch wie früher treffen? Kann man dich immer noch ansprechen wie vorher? Oder würdest du schon sagen, jetzt, wo ich Abgeordneter bin, habe ich weniger Zeit, man trifft mich nicht mehr so häufig? Ja, also was die Stammtische und so angeht, ist es tatsächlich so, dass ich im Moment einfach sehr wenig Zeit habe. Man erreicht mich aber relativ gut. Also meine Telefonnummer steht noch immer im Internet und man erreicht mich auch über Mail oder über Twitter eigentlich sehr gut. Der Punkt an der Stelle ist einfach, dass mich die Arbeit im Moment so sehr einnimmt, dass da manchmal, sag ich mal, so die klassische Parteiarbeit im Moment zu kurz kommt. Aber da muss ich jetzt auch einfach gucken, perspektivisch auf die nächsten 5 Jahre, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja.
Ein Kritiker von dir hat mal geschrieben, dass du dich in den Talkshows eher wie ein Schauspieler benimmst und man das Gefühl hat, man sieht gar nicht den wirklichen Lauer, sondern dass du da irgendeine Rolle spielst, den Kasper zum Beispiel. Inwieweit stimmt das? Stimmt das nicht? Moment, jetzt muss ich leider husten. Entschuldigung. Kein Problem. Ich glaube, ich habe mal in diesem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung eigentlich relativ gut dargelegt, was ich von Talkshows so im Allgemeinen halte. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo ich auch gar nicht mehr hingehen werde. Im Moment mache ich das noch, aber eigentlich ist es relativ unbefriedigend. Ich danke dir für das Interview. Ja, gerne. Tschüss und viel Erfolg. Klar machen zum Ende. Klar machen zum Ende. Ab als Hörer.